In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Unsere Hebamme ist gerade weg. Wir sitzen hier mit Lia und Lina. Audit ist ein bisschen raus. Wir haben jetzt 14 Uhr. Ich laufe immer noch rum wie der letzte, keine Ahnung was. Und ich habe schon die grünen Bohnen, die wir gestern gekauft haben, klein geschnibbelt, gewaschen, Reis rausgeholt. Jetzt könnt ihr euch natürlich denken, was es heute zu essen gibt. Und meine Augenringe sahen im letzten Vlog so schlimm aus. Aber was soll's. Ich muss noch die Geschenke einpacken für morgen. Morgen gehen wir nämlich auf eine Geburtstagsfeier von Ninas Freundin. Und heute macht unser Toys R Us zu. Also heute ist der letzte Tag. Heute ist der letzte Tag von Toys R Us bei uns. Die schließen. Ja, und wir wollten da heute nochmal hingehen, ob die vielleicht irgendwas haben, was die reduziert haben, was die hinterher schmeißen, damit die das nicht mit in den neuen Laden schleppen müssen. Ja, das war's auch. Mehr haben wir eigentlich nicht vor. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen zu kochen und staubsaugen. Ich koche jetzt seit 3 Tagen eigentlich. Morgen kocht bestimmt Audet bei mir. Mal schauen, wie wir das machen. Ja. Und sonst gibt es nichts. Bei uns passiert gerade wirklich nicht viel. Und voll viele Fragen, wenn wir Lia zeigen werden. Lia werden wir zeigen nach dem... So am 15.01. vielleicht. Irgendwann dann. Genau. So, ich fange jetzt an zu kochen und würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Und viel Spaß beim Zuschauen. So, Lia liegt übrigens hier, die Maus. Und Lina ist hier Chips essen. Ja, und wir hatten heute das erste Mal die Babytrage hier dran. Haben wir ausprobiert, hat ganz gut geklappt. So, die Geschenke habe ich jetzt verpackt. Hier habe ich einmal einen Badezusatz. Dann haben wir hier ein Riesenspielzeug. Hier haben wir ein Pepperbuch. Und hier haben wir einen Koffer mit Stempeln. Ja, dafür muss ich jetzt heute eine Tüte kaufen, wenn ich eine finde, wenn es noch eine gibt bei Tesla, was ich eher nicht glaube. Mal schauen. Und die Rolle Geschenkpapier ist leer. Die war komplett neu. Also ich habe Glück gehabt, sonst hätte ich das mal kaufen müssen. Ja, Schatz. Ja, das kannst du essen, wenn du möchtest. Aber räum erstmal den Tisch. Oh,
So, ihr Lieben, ein kurzer Zwischenstopp. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Wir fahren jetzt zu Azores, wie gesagt. Und solange wir nirgendwo hinfahren, mache ich mich auch nicht fertig. Also ich laufe zu Hause rum wie ein... keine Ahnung was. Ich will das Wort jetzt nicht sagen. Ja. Ich habe mir gestern übrigens meine Mascara und einen neuen Lippenstift gekauft. Ich zeige euch den Lippenstift jetzt, weil mich jedes Mal voll viele Fragen. Ich benutze immer so Nude-Töne, aber dunklere Nude-Töne. Moment. So. Und ich habe mir jetzt eins von Essence gekauft. Ich bin mit Essence total zufrieden. Das ist jetzt die Farbe, die ich drauf habe. So. Und zwar ist das die 07 Ultra Last Instant Color. Und der ist natürlich da. Das ist der. Der glänzt ein bisschen. Aber ich finde, wenn es glänzt, also wenn es so schmierig ist ein bisschen und nicht zu trocken, ist das auch gut im Winter. Weil ich habe total trockene Haare. Ja, mein Bohneneintopf kocht noch vor sich hin. Ich denke mal, um 17 Uhr ist es fertig. Vielleicht auch früher sogar. Ja, nee, ist schon früher fertig. Wir haben jetzt 15.40 Uhr. Ja, Mausi, Mama, gib dir jetzt Milch. Eine Sekunde, bitte. So, ich gucke jetzt nach dem Salz und dann lasse ich das vor sich hin köcheln auf der Stufe 1,5. Bei uns gibt es 1,5. Ich bin doch voll hell. Ich bin heute früher aufgewacht. Also wir sind heute früher aufgewacht. Weil wir jetzt einkaufen gehen müssen für Silvester. Ja. Wir treffen uns jetzt mit Freunden. Und dann gehen wir zusammen einkaufen. Die Kinder sind schon startklar. Ja. Bitteschön. Bitteschön. Ist Lea kalt? Ja. Aber wir müssen die ja noch anschnallen. Machen wir gleich, ne? Unten. So, ich mach mal ein bisschen Fenster auf. Ja. So, wir waren gerade einkaufen und Audrey bereitet jetzt sein Fleisch vor. Da sind Tomaten drin, ne? Geriebene Tomaten, oder? Was denn?
Da sind geriebene Tomaten drin und Tomatenmark. Salsa ist Tomatenmark. Lena sitzt hier. Da! Mhm. Da! Jetzt kommt noch eine Zwiebel rein. Okay, was war das? Keine Ahnung. Frag deine Tochter. Küss meine Hand. Sie haben nichts vergessen, oder? Scheiße. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Wir sind ja eben aufgestanden und sind dann auch direkt los. Also wir haben uns weder fertig gemacht noch sonst irgendwas. Ja, Lina geht so, ne Schatz? Du gehst so, ne, mit deinem Sportanzug. Die ja, ist auch fertig, Audet auch. Wir warten jetzt nur noch auf den Grill und haben das Fleisch und so vorbereitet. Gemüse hat er auch schon hier gewaschen, damit wir direkt loslegen können. Eine ja, Schatz. Möhren. Willst du eine Möhre essen? Ja. Okay. Ja, gestern waren wir auf dem Geburtstag. Der ging von 14 Uhr bis eigentlich, glaube ich, 18, 19 Uhr. Aber wir waren, glaube ich, bis 23 Uhr da. Aber das ist ja auch normal, ne, bei Ausländern. Ja. Ja. Oh nein. Ja, dann warte kurz. Kannst du dir das halten? Ja, okay. Ah, eine Papa Möhre. Ja, auf dem Balkon sehen wir das aber nicht. Egal, so toll, du kannst ständig in deinem Mann. Mann, laut dir mein Kind erschrocken. Also will ich sehen, ich war. New York, muss ich mal. Das ist doch das. Ja. Und ich habe wirklich, ich frage jeden, ist das okay? Ist das okay? Ja, ja. Wenn ich vergesse, dann sagt er mir das. Frag nochmal, ob die das okay. Ich habe kein Problem. Warum ist das egal? An dem Tag, wo wir Linas Geburtstag gefeiert haben, wollte ich wirklich nicht jedem aufnehmen, weil ich dachte mir, ich kann doch nicht jetzt jedem fragen, ob das okay ist, weißt du? Ich lasse es kurz hier, ne? So, ich lasse es trocken. So, die Männer sind hier am Arbeiten und wir chillen rum. Ne? Tadatatam. Aber ach, Schatz, ja. Hauptsache, mir ist das egal. Also ich habe letztens Jägermeisterflasche gezogen. Was habt ihr da alles? Tomaten, Gurken. Das, was ich euch gegeben habe. Was wolltest du damit machen? Lecker. Was denn? In die Mitte und essen. In die Mitte und wenn wir gegrillt haben. Oha, so viele Zitronen willst du essen? Ja, Tequila. Lass das meine so. Was soll das hinzu, Leute? Wo ist das, was ich dir gegeben habe? Pepsi? Leider. Das hier? Nein, was die Mutter aus dem Irak geschickt hat. Liegen wir auf den Tisch, weißt du? Dann wird nichts dreckig. Ich werde einmal aufräumen, tschüss. Also brauchen wir jetzt was nehmen, ne? Jo, kannst du das schicken? Wollt ihr direkt grillen? Wir essen doch jetzt nicht, oder? Also wir essen noch gleich. Nein, ich wollte erstmal unsere Sachen vorbereiten. Ich mach gleich. Weil ein bisschen ich muss sie sauber waschen und so. Du brauchst du nicht sauber machen. Doch, doch. Das ist gleich sowieso wieder dreckig. Drinnen. So, dann jetzt müssen wir auch alles machen, ne? Das Kräuterbaguette? Nein! Kommt das nicht in das Gefrierfach? Kräuterbaguette? Soll ich das reintun in die Gefrierfach? Können wir später machen. Nein, das ist nur dafür. Also das bleibt im Kühlschrank. Dann versuchen wir es. Du hast eigentlich für... Keine Ahnung. Es gibt welche gefroren und es gibt welche nicht gefroren. Bis wann sind die denn gültig? 2-3 Wochen. Ja. Wir können gleich auf jeden Fall noch 2-3 machen. Ne, ich mach das auch gleich. Was denn? Kolonia. Nein, Kolonia, aber du musst ja eher essen. Also ich habe Hände gewaschen. Nein, wegen nichts. Essen, Wasser. Und das sind unsere Silvesterbomben hier. Jetzt kannst du erzählen, was wir machen. Wow. Ach, okay, erzähl. Schneid Eiswehrsalat. Ein Loch, die Menschen können nicht Eiswehrsalat schneiden. Die Frauen bitte, ja? Ja, die Frauen, Entschuldigung. Die Zeiten haben sich geändert. Die Männer stehen jetzt in der Küche. Und die Frauen chillen hier links. Genau. Das sieht krass aus. Einfach hoch. So, einfach hoch. Gestern ist es was auf meine Hand gefallen. Bruder, Ach so, was?
So, die Männer sind am Grillen da unten. Aber man erkennt fast nichts. Kann man die Rouladen hochmachen? Ja. Scheiße. Wie denn? Ja, dann hast du wieder. Egal. Wie kann man das hochmachen? Ganz hoch? Ja. Und da sind die am Grillen. Die Frauen kriegen Würstchen und die Männer kriegen Schisch. Riecht gut. Schmeckt auch gut. Hä? Schmeckt auch gut. Habt ihr schon probiert? Vielleicht. Wir haben schon erste Runde probiert. Schatz, reicht, reicht. Bitte mir. Wo ist Smach? Zeig mal das Essen. Wow. Oh, das sieht aber lecker aus. Ja. Oh, so viel Würstchen. Ja. Na da da da. Yeah.
gerade ein bisschen hier gesungen, aber auch der sagt, der Bass ist zu hoch, deswegen haben wir jetzt ein bisschen Pause gemacht. ربواركي سرشيت مبا نكال دوري توب مرم ربواركي سرشيت مبا نكال دوري توب مرم Just go ahead, go and catch me, baby.